Ich erstelle aus einem normalen Brief, hier ist es eine Einladung zu einer Generalversammlung, einen Serienbrief. Mein Name ist Pirmin Lehner. Das hier ist so eine typische Einladung zu einer Generalversammlung. Hier oben das Absendedatum, dann an alle Mitglieder. Das ist doch irgendwie unpersönlich. Weiter unten, liebe MitgliederInnen, schon wieder unpersönlich. Dann der Club lädt euch herzlich ein, schon wieder unpersönlich. Und darunter nochmals, der Vorstand freut sich möglichst viele. Ich selber kann ja nicht viele sein, ich kann nur mich sein. Hier müsste doch stehen, der Vorstand freut sich, dich, Birmin, begrüßen zu dürfen. Und da unten möchte ich doch noch abfragen, stimmt denn die aktuelle Mailadresse noch? Legen wir los. Wechseln Sie hier oben ins Register Sendungen. Bei Sendungen sind zuerst diese Werkzeuge hier ausgegraut, das heißt, mein Word hat noch keinen Kontakt zu einer Adresstabelle. Ich habe bereits eine Adresstabelle. Ich schaue mir die einmal an. Ich gehe hier zum Windows Explorer, Adressen, Veloclub. Was habe ich hier? Name, Vorname, Adresse und so weiter. Ich weiß, ich habe das hier extra komisch geschrieben. Warum? Wir werden diesen komischen Namen nachher wieder begegnen und wenn dann in Word Adresse so komisch geschrieben ist, dann merke ich, dass ich da wohl dahinter stecken muss. Hier hinten steht noch eine Anrede, Herr, Anrede lang, sehr geehrter Herr, und ist das ein Mann oder eine Frau? Das hier ist vielleicht praktisch, aber wenn ich hier bereits unterscheide zwischen Mann und Frau, könnte man nachher auch mit einer Wenn-Dann-Abfrage die Formulierung anpassen. Also, ich schließe das wieder. Ich bin zurück beim Serienbrief. Die meisten beginnen hier mit Umschläge, Etiketten, Seriendruck. Vergessen Sie diese drei Werkzeuge. Wir starten hier. Das ist das Erste. Und nachher geht es immer nach rechts. Also, das wird der erste Schritt sein. Dann das Seriendruckfeld einfügen, der zweite Schritt. Dann hier werden wir die Vorschau tatsächlich einmal ansehen. Und zum Schluss drucken. Leider steht hier nicht drucken, sondern fertigstellen. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist der Weg. Legen wir los. Sobald wir Kontakt haben mit einer Adressdatenbank, das kann Word sein oder eben Excel, dann werden diese Werkzeuge hier farbig. Also Empfänger auswählen. Will ich eine neue Liste eingeben? Nein, ich habe die schon. Also das ist das Richtige. Oh, hier noch Outlook-Kontakte auswählen? Nein, das will ich ja nicht, denn ich will nur die Leute vom Veloclub und nicht alle privaten Adressen auch noch. Also vorhandene Liste. Ich klicke hier drauf und jetzt, oh, Serververbindung. Ja. Word hat einfach keine Ahnung, wo meine Adressdatenbank liegt. Also ich muss helfen. Die sind unter Dokumente. Hier Adressen Veloclub. Das sind die Adressen, die wir vorhin gesehen haben. Doppelklick darauf oder Klick darauf. Öffnen. Aha. Vereinsmitglieder. Was soll das? Ich schaue mir das Excel nochmals an. Also ich öffne das Excel nochmals. Hier in Excel hat es hier unten ein Register Vereinsmitglieder und vielleicht hätte es da noch mehr Register, ein zweites, ein drittes und hier fragt mich Word, in welchem Register sind denn die Adressen? Okay, ich habe jetzt nur gerade ein Register, sonst stünden hier mehrere und meine Adressen sind ja jetzt hier in dieser Tabelle. Achtung, achten Sie darauf, dass Excel nicht mehr geöffnet ist, denn sonst meckert Word und sagt, das sei irgendwie das falsche Format und Sie studieren lange, was Sie falsch machen und es liegt nur daran, weil Sie Excel noch geöffnet haben. Und jetzt, was habe ich jetzt? Ich habe farbige Werkzeuge hier oben. Also jetzt geht es weiter. Die Empfänger haben wir. Wir machen einen Hüpfer, wir gehen zu Seriendruckfeld einfügen. Hier soll dann nicht einfach stehen an alle, sondern an, und jetzt will ich doch hier einen Vornamen einfügen. Also ich lösche hier einmal an alle, denn hier soll ja jetzt ein Vorname drinstehen. Also ich gehe hier zu Seriendruckfeld einfügen. Dieses Werkzeug ist zweiteilig. Es kommt nicht darauf an, welches Sie nehmen. Ich nehme hier mal das untere und, ja, wenn das hier so komisch geschrieben ist, ist das doch der Beweis, dass Word nun Kontakt hat zu meinem Excel. Ich will hier den Vornamen einfügen
und es steht hier nur eine Datenbankabfrage. Ich mache nun einen Leerschlag und ich will auch noch den Namen. Dann lösche ich hier diesen Text und füge wieder ein Seriendruckfeld ein, nämlich die Adresse. Und hier unten noch Postleitzahl und Ort. Also PLZ, Leerschlag, Seriendruckfeld, Ort. Ich gehe weiter, ich schaue da nach unten, liebe Mitgliederinnen. Das will ich ja auch nicht, ich lösche das. Jetzt soll hier stehen, Seriendruckfeld einfügen, Anrede, dort stand nur Herr oder Frau drin. Ich sage doch Anrede lang, also liebe, lieber und so weiter. Und ich nehme noch den Vornamen, also Seriendruckfeld, Vorname. Hier unten noch, ich lade euch herzlich ein. Ich lade, das ersetze ich mit, ich lade dich. Und jetzt kommt der Vorname, also Seriendruckfeld, Vorname. Jawohl, und hier unten, der Vorstand freut sich möglichst viele Teilnehmer. Da soll stehen, der Vorstand freut sich dich. Und wieder der Vorname. Seriendruckfeld, Vorname und das braucht es nicht, begrüßen zu dürfen. Und hier unten will ich doch noch prüfen, stimmt denn die aktuelle Mailadresse noch? Seriendruckfeld einfügen und ich habe unter MyMy alle Mailadressen, also klick darauf, MyMy, und das soll dann auch blau sein, denn wir sind uns gewohnt, dass Mailadressen und Weblinks blau sind. Also ich ändere das auf blau. So, jetzt habe ich alle Abfragen hier deponiert und jetzt will ich mir das doch ansehen. Jetzt kommt der dritte Schritt hier bei Vorschau und jetzt stehen hier Namen drin. Hier unten die aktuelle Mailadresse und jetzt kann ich hier wie bei einem Tonbandgerät früher, kann ich hier die Adressen durchraspeln und jetzt steht hier immer sehr geehrter Herr Freddy, ja, das ist jetzt vielleicht doch noch ein bisschen komisch. Da müsste man vermutlich den Nachnamen nehmen, aber das verbessern wir in einem weiteren Schritt. Hier unten steht immer die Mailadresse. Auch hier oben ist das nun wirklich persönlich. Wir gehen zum Ausdruck. Das passiert hier hinten, fertigstellen und zusammenführen. Einzelne Dokumente, ich zeige das ein anderes Mal. Dokumente drucken und, mailen, tatsächlich. Ich könnte wunderbare, personifizierte Serienmails aus Word erstellen. Das mache ich jetzt nicht. Ich will ein Dokument drucken. Ich traue mich nicht zurecht. Rattert nun der Drucker sofort los? Nein, noch nicht. Also Dokument drucken und erst jetzt, Vorsicht, will ich denn jetzt alle 127 drucken? Oder der aktuelle Datensatz, das wäre hier der Freddy Appenzeller. Oder will ich zum Beispiel nur von der Datei 10 bis 37 ausdrucken, weil aus irgendwelchen Gründen diese nicht ausgedruckt wurden. Also hier könnte ich das noch ganz gezielt regeln. Aber meistens sind ja das alle. Und okay, das lasse ich jetzt aber weg. Das war's.